Hi, ich habe Undine gefunden. Bigger and slimier. Okay. Wieso habe ich nur noch drei Tränke des Lebens? What happened? Du bist wahrscheinlich auch eher feueranfällig, ne? Moment. Du bist so groß, dich kann man doch sicher nicht übersehen. Oder verfehlen. Was ich noch nebenbei mal kurz machen kann. In Undine war in Symphonia war Undine etwas weniger hässlich. Ja. Ich stimme dem mal zu. Oh. Kannst du bitte kein Wasser auf mich machen? Wie viel macht mein Meteor? Das Ding ist doch auch sicher so groß, der kann an meinem Meteor doch einfach nicht ausweichen, oder? Was passiert da jetzt noch? Guckst du mich an? Geil, erstmal auf die Erde kotzen. Oh nein, da kommt Wasser. Jetzt genau gesehen. Aber immerhin werde ich dann nicht getodestunlockt von dem Wasser. Ich habe Zeit auszuweichen. Habe ich irgendwas gemacht bei ihm? Glaube nicht. Oh cool, ich glaube, ich habe den Kern gebrochen. Stellt euch vor, Mila hätte das beschworen. Bitte nicht. So. Einmal eine richtig fette Kombo wieder rausgekriegt. Ich noch 100.000 runter. So. Oh, er zaubert irgendwas. Das ist nicht so gut. Flutwelle. Ich spring mal weg. Gut, dass Tidal Wave hier nicht wie in den älteren Tales-Spielen ist, dass es sehr viel treffen kann. Sondern nur so eine kleine Stelle. Okay, ist wieder noch am Kotzen. Das ist gut. So, einmal weg da. Oh. Habe ich es noch? Oh, nice. Ich habe es gerade noch absorbiert. Hier, frisst deinen eigenen Zauber. Hat natürlich Widerstand dagegen, aber das macht nichts. Oh, guck mal. Sie hat wieder Overlimit. Vielleicht macht sie das ja auch selber mal. Den Zauber, den Mystic Art. Das würde witzig aussehen, wenn sie da auf das Ding einfach einprügelt die ganze Zeit. Aber leider nimmt sie nur das Normale. Es ist einfach größer als ihr Schild. What? Wobei, das macht eigentlich auch guten Schaden. Ihr normaler Angriff kann nur. Schade, ich muss ihn nochmal absolvieren. So. Und vorbei. Nice. Wir haben den tosenden Strom besiegt. Lua Undine. Ich sag, das hätte eine Maske auf. Ja. Hinfort, elende Bestie. Du willst dieses Gewässer nicht weiter verderben. Das kommt davon, wenn man so viel leckeres Essen vergeudet. Die zwei haben wirklich einen harten Kampf abgeliefert. Das kannst du laut sagen. Das Ding war riesig, aber gegen ihre blanke Wut kam es nicht an. Es war nicht nur riesig, sondern auch richtig ekelhaft. Ich fühle mich gerade echt schmutzig. Ich auch. Meine Kleidung und meine Waffen sind ganz verschmiert. Was ist deine Waffen? Mist, mein Buch ist ruiniert. Ich habe da noch nicht einmal reingeschaut. Und pass auf, hier laufen immer noch Monster rum.
Sie schlug mit ihrem Buch drauf ein. Sieh dir an, wozu du mich gezwungen hast. Ich werde die ganze Höhle komplett überfluten. Flut! Rinwell, warte. Du kommst später was Süßes von mir, wenn du dich beruhigst, okay? Ich glaube, wenn sie wütend wird, ist keiner von uns furchterregender. Warum angeln wir nicht ein wenig, um runterzukommen? Die Stelle sollte direkt vor uns liegen. Ja, fangen wir dort was Leckeres. Das war aber eigentlich echt angenehm, der Kampf. Also ich fand den jetzt eigentlich nicht wirklich schwer. Gut, ich war jetzt vom Level natürlich auch sehr gut dabei. Wenn man hier ein bisschen früher hinkommt, kann es natürlich sicher ein gutes Stückchen schwerer sein. Aber ich fand auch die zweite Phase auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Weil er zum einen ein richtig großes Ziel war, was nicht ausweichen konnte. Und zum anderen, er hat nicht ständig Minions beschworen. Das ist alleine schon geil. Hier liegt auch sonst nichts weiter rum. Dann schauen wir doch mal, wo der legendäre Angelplatz ist. A fish. You saw it. Great. Das war der legendäre Angelplatz. Irgendwie hat sie etwas echt Geheimnisvolles an sich. Yes. Nun gut, lasst uns angeln. Aber fangen wir was Schönes, wo ordentlich was dran ist. Dann hört sie endlich auf zu schmollen. Erstattet dem Kundenbericht. Ah, okay. Was gibt's hier noch? Jetzt mach die Truhe auf. Junge. Der Sappi-Doppelgänger. Okay. Kann auf jeden Fall erstmal wieder Elfen nehmen. Wir können ja mal eben mal eine Runde angeln. Was haben wir denn? Also die Angel ist auf jeden Fall schon mal das Beste. Hey, what do you think about that spot? Good idea. I'll go for that one. Das ist der Sappi-Doppelgänger. Da. Ah, der ist sogar perfekt, um den Zigni-Pirarucu zu fangen. Mit Kreuz und Dreieck. Oh boy, she's a big one. Wir haben wieder Bossmusik bei dem Fisch. Na komm, mach was anderes. Good fishers always keep their cool. Immer dieses Hin und Her, ne? Da können die leider echt easy entkommen. Hatte ich gesagt, Kreuz Dreieck? Dang, this fish is being stubborn. Verarscht er mich auch noch. Na, der ist weg. Gerade so noch. This fish is seriously rare. We sure hit the jackpot. That'll taste great. Cool. What kind of fish is that? It's such a pure white. Yeah, it's beautiful. It reminds me of Hoodle's wings. Oh. Judging from the color of the scales, I'd say it's a Cygni Pirarucu. They say it swims so elegantly that it's like a bird flying underwater. Wow, that must be beautiful. I'd love to see it for myself. That may be a tall order.
The Piraruku doesn't like to show its face very often. Speaking of which, what exactly is Hoodle doing over there? Hmm? Whoa! He's snapping up all sorts of little fish right out of the water! Ugh! Hoodle, stop! What do you think you're doing? Do owls even like to eat fish? I had no idea. He'll eat them, sure. But that's not the point. I have no idea why the heck he would catch so many. Maybe it's all a business plan. He thinks if he brings enough fish, he can trade them for this albino Piraruku and eat the whole thing himself. Seriously? Die Fische ist, keine Ahnung, 100 mal so groß wie Hoodle. It's a big fish. There's plenty for you to eat too, okay? You heard her, Hoodle. Lucky you. But since he went out of his way to catch so many fish, might as well cook those up too. I wonder what we can make with this. So, dann muss ich die hier abgeben, die Quest? Ich glaube ja, ne? Ja. If you can't decide, I'll have it raw. Hey, wait, don't eat that. I wanted the big fish. Ja. Huhu. So. Okay. Seid ihr wieder, meine Damen. Ich nehme an, ihr habt den legendären Angelplatz entdeckt. Okay. Ja, Chell lag genau dort, wo du sie gesagt hast. Sie macht ihren Namen alle Ehre. Absolut himmlisch. Jetzt habe ich auch Lust, sie nochmal aufzusuchen. Wir haben den Sugel dort erledigt, der für die ganzen Probleme verantwortlich war. Die Fische sollten bald wieder zurückkehren. Wirklich? Wie schön zu hören. Vielen Dank, meine Damen. Mmh. Okay, okay, Rimble. Welche Süßigkeit möchtest du? Gut, gut. Junge Dame, hier ist das Buch, das ich dir vorher versprochen habe. Du kannst es haben. Was, hatte ich ganz vergessen? Danke, Sir. Da schaue ich die ganz komplizierten Formel an. Frag mich, ob der Autor Relikte erforscht hat. Dich aufzuhören war ja echt einfach. Rezept für Sushi, goldene Glückskatzenstatue und noch irgendwelches Blut. Und nach mir die Sintflut. Okay. Ja gut, ich könnte Flutwelle lernen. Why not? Sowieso ganz viele FP, aber die werde ich auch alle auf Screen verteilen. We have truly was? Born witness to a striking example of female determination this day. Yeah. You said it. Das wäre schon witzig, wenn sie einfach dann random blablabla Tidal Wave macht. So. Fakte. Die da, ne? Einfach goldener Rolo. Super FP Boost. Allein der Anblick verleiht einem das Gefühl, dass einem Glück widerfahren wird. Wer sie umwirft, wird mit einem Geldregen belohnt. Ach da. 80% mehr FP. Yo. Läuft. Und. Ach, guck mal, brennendes Blut wäre sogar eine schwächere Waffe gewesen. Na gut. Ja, also FP sammeln sollte jetzt auch nicht mehr so das Problem sein. So, was haben wir jetzt noch an offenen Quests? Ja, die lassen wir mal weg. Aber die beiden, die Trommeln der Legende und die goldene Rüstung, kriegen wir da noch raus. Da sind ja im Endeffekt dann Gnome und Sylph. Aber ich glaube, die wollte ich heute wahrscheinlich eher nicht mehr machen. Was steht beim brennenden Blut? Moment. Ein legendärer Band, der einst einer reliquienliebenden Hexe gehörte. Angeblich zeigt er seinen wahren Wert erst mit seiner Schutzhülle. I don't know, wem der es gehören könnte. Hm? Ich glaube nicht. Sie hat einen Pinsel, keine Bücher. Könnte auch eine Anspielung auf irgendwas sein. Haben wir noch irgendwo irgendwelche Quests? Oder ist es echt nur noch... Das sind echt nur noch die Geister. Aber wenn man so drüber nachdenke, die Geister hätten wir potenziell auch
vorm Finale machen können. Haben wir heute legitim überhaupt mal Postgame-Content gemacht, der wirklich nur verfügbar ist, nachdem man die Story durch hat? Nö. Das war alles Stuff, den man auch noch vor dem Finale hätte machen können. Ohne mir direkt zu spoilern, wo denn potenziell oder was für Postgame-Content da es so gibt. Wo finde ich denn potenziell welchen? Würde mich ja mal interessieren. Wobei, ich glaube, wir müssten sogar vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Hat das Spiel überhaupt Postgame-Content? Wenn du was erledigt hast, dann würde ich mal behaupten, wenn ich die vier Geister erledigt habe, dann kriege ich wahrscheinlich Stuff, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Wir können eben auch nochmal die Outfits nochmal wechseln. Nehmen wir die Samurai-Outfits. Jetzt kommt der Plot-Twist. Es gibt gar keinen Postgame-Content. Sieht am besten aus. Selbst die Samurai-Rüstung ist immer noch sehr knapp bedeckt. Ja stimmt, die Cameo-Kämpfe müssen ja auch irgendwo noch sein. Das von Law sieht ja mal richtig gut aus, das Outfit. Oh. Er ist zum Edgelord geworden. It's over for him. Richtige Edgelord-Locke. Edgelaw. Ja, stimmt. Er ist der Edgelaw geworden. Jo, dann werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen kürzer machen. Und dann machen wir beim nächsten Mal dann noch die nächsten beiden Dingse. Die nächsten beiden Geister. Und gucken mal, wo wir noch so Postgame-Content finden. Ich glaube, heute haben wir gefühlt einfach nur gekämpft. Sylph und Gnome. Sylph haben wir ja schon mal gesehen. Turm des Windgeists halt. Und Gnome ist hier irgendwo auf der, nicht auf der Traslider Fernstraße, sondern hier auf der Tital-Ebene, ne? Da das Ding. Wir wissen zumindest, wo wir hin müssen. Ich brauche jetzt aber noch ein Lagerfeuer, um zu gucken, ob wir noch ein bisschen mit Dohalim rumschäkern können. Muss ich noch mal kurz gucken, wie kam ich dahin? Berg Diara? Da. Dann gehen wir schon mal dahin, dann können wir nämlich von dort aus das nächste Mal weitermachen. Finally. Was für Waffen habe ich durch die Geister bekommen? Es war ja nur die eine für Dingens hier, ne? Für Rinwell, das brennende Blut. Also, kann auch vor allem gleich mal gucken, was wir denn überhaupt alles herstellen können an Zubehör, was interessant klingt. Also ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile echt, dass diese, vor allem die Zubehöre, die wir haben, die sind glaube ich mittlerweile echt schlecht, weil die irgendwie nur zwei Effekte haben, obwohl wir mittlerweile schon sehr viel mehr haben könnten. Wo bin ich eigentlich? Achso, ich bin schon weggelaufen. Ich war kurz für einen Moment verwirrt, dass ich einfach weg war vom Kampffeld. Ja. So. Machen wir mal ein paar Pferde rein. So. Mal schnell noch die Goldstücke verkaufen. Also, neue Waffen können wir ja erstmal noch nicht machen. Nee. Aber Zubehör. Wenn ich mal gucke, wir haben aktuell Zubehör mit maximal 4
Und ich könnte doch sicher auch Zubehör mit immerhin Level 5 machen. Ein paar... Alles können wir noch nicht machen. Da fehlt ein Schuppenkristall zum Beispiel, Flinkfußkristall, Duldanerz oder Chrysoberylmasse, aber... Hat Shion nicht einen Titel, den sie bekommt, wenn ich ein Mystic-Emblem herstelle? Mystic-Wappen? Mystic-Wappen oder Mystic-Emblem? Wie heißt das Ding jetzt? Mystic-Wappen. Ja. Eben mal herstellen. Ganz einfach. Die Fashionista. Okay. Solange sie nicht die Ultimate Fashionista wird, ist alles gut. So, was haben wir überhaupt jetzt noch? Na, guck mal. Alle Lichter, die besiegt, die aus dem Keil hervorgingen. Das heißt, das kriegen wir noch. Sie hat soweit alles. Ich muss einen Silbersperrfisch irgendwo noch finden, fangen. Und das Kadetten-Einzeltraining. Stimmt, die können wir auch noch machen. Die hat soweit alles, hat alles. Und Beziehung mit Elfen vertieft. Ja gut, das müssen wir auch noch machen. Das machen wir vielleicht jetzt sogar gleich noch. Wenn er jetzt mit uns reden möchte. Müsste ungefähr eine Stunde jetzt sein gewesen sein. Oh. Sieht schick aus, was sie da macht. Ah ja, perfekt. Komm, Dorlim. Gib uns dein Mystic Art. Would you perchance be interested in going on a walk together? Why? You're not on guard duty for another few hours. Which is why I want to walk. To hear the music in these parts. Music? Where are you going to find musicians all the way out here? There's more to music than what people play. It's in the grass, fluttering in the wind, the leaves in the trees, and the songs of birds and insects. Once you open your ears, you'll find that music is truly everywhere in this world. What sounds like music depends on who's listening, huh? It's an interesting idea, but I think it might be a little too difficult for me. Speaking of music, whatever happened to your instruments? You used to be a musician, didn't you? Those are well out of my reach at this point. That aside, I don't feel that I yet have the right to play any of them again. You could say that it is in part my way of atoning for that which I have failed to do over the years. Meaning that you haven't completely given up on making things right. Do you think me a fool stuck in the past? Not at all. In fact, far from it. You sound like you're still holding out hope for a brighter future. Picture yourself being able to play your music again. Doesn't that motivate you to keep going even when things get tough? Hmm? I see what you mean. I didn't realize that drive still lingered within me. The darkness in one's heart is sure to manifest in their music. However, I promise you that one day, when that darkness has finally lifted, I shall let you hear me perform. Well, now that you've said it, you're gonna have to follow through. I look forward to hearing you play. No, immer noch nicht. Wir haben einfach Dorlim nicht genug geliebt. Dann muss ich wohl jetzt eine ganze Stunde noch Offscreen-Stuff machen. Bis er uns irgendwann liebt. Ich kann ja vor allem mal kurz gucken. Wir müssen doch noch einmal kurz noch mal weg. Zum Übungsgelände. Ich denke mal, die werde ich auch offscreen machen, die Übungsgelände-Kämpfe. Weil da ja nicht so viel bei ist. Aber ich glaube, ein paar Sachen sind ja noch special da drin. Bei den Einzelkämpfen. Ich könnte zumindest die Fortgeschrittenen noch machen. Da reicht unser Level ja voll für aus. Ich könnte mich an den Ultimativen noch versuchen, aber... Boah. Der Mew-Versinker. Na, guck mal, da gibt es auch nochmal Sachen für. Und bei den Gruppenkämpfen. Ach, guck mal. Hier sind jetzt die neuen Sachen auch mit bei. Welchem Level sind die eigentlich? 80 teilweise. Okay. Also, es sind noch die normalen Sachen mit 40. Hier ist mit 60 noch. 99! Ich kriege aber für 10 Astralblumen. Okay.
Kriegen wir ein paar Heilkräuter für. Heilkräuter. Hier gibt es Geld. Mehr Geld. Die Geister... Was? Geister schlachtend? Okay, die Herren-Edition. Mit Dämonenvernichter, Arsenalgurte und Shogunstab. Einmal A und einmal B. Wahrscheinlich einfach die stärkeren Varianten. Dann die Darm-Edition mit den Hasen-Lundenschloss. Aviar-Vorland und Adamantinschild. Ah, da kriegt man die Waffen für die Kostüme, die wir haben. Die passenden. Hier haben wir einen Strandsonnenschirm, Taucherhandschuhe und professionelles Paddel. Das Dana, der Dana-Durchmesser, das wasserdichte Notizbuch und das Eumelbrett. Heißt das Eumelbrett nicht eigentlich im Original Besongeboard? Ist das nicht das? Wieso haben die Besongeboard in Eumelbrett benannt? Was ist das? Da ist nämlich ein Schild für Kisara, wo einfach Typo drauf ist. Und das heißt Besongeboard. Zumindest war das auf Bildern, die ich gesehen habe, dass es so heißt. Das C. Bambuschwert. Ich habe für Dreiecke, Direktorenstift. SR-876, Vögel von Dana und alte Tafel. Möppelbrett. Okay. Ich denke mal, ich werde die auch mal offscreen machen. Alles, was Level 40 oder 50 ist herum. Dann kann ich euch nämlich die Waffen beim nächsten Mal einfach zeigen. Und hier werde ich einfach mal die Fortgeschrittenen einmal machen. Und dann können wir die einfach beim nächsten Mal alles mal demonstrieren. Sprich, ich mache uns mal ein bisschen cooleres Zubehör. Ich glaube, dafür gehe ich aber auch einmal kurz in mein Gasthaus, um das zuerst zu machen. Und mach die Kämpfe und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal für noch mehr Geisterkämpfe und mal gucken, vielleicht wie die Cameo-Kämpfe auch schon beim nächsten Mal. Melonenbrett. Das ist ja auch ein geiler Name.